Und nicht nur das. Auch TV-Shows in Japan, Kolumbien, Brasilien haben über den Glattbäcker berichtet. Wir haben den Trickkünstler zu Hause besucht. Er hat Augenmaß, immer ein Joker parat, Fingerspitzengefühl bis zu den Zehen. Seit knapp 2 Jahren trickst der Glattbäcker im Internet und versucht es, bis es klappt. Also es ist tatsächlich so, wenn ich es dann geschafft habe und man sieht es dann auch an den Jubelschreien oft, das gedämpfter Jubel, ja. Ich würde meinen Emotionen noch mehr freien Lauf lassen, wenn es nicht oft mitten in der Nacht wäre, ja. Denn seine Trickshots nimmt der Familienvater meist nachts im Wohnzimmer auf. Statt einem Sofa stapeln hier Kisten mit Bällen jeder Art. So, Michael, was hast du heute vor? Was baust du da gerade auf? Ja, also ich habe vor, diesen, so einen Würfel quasi, zwischen diese beiden Würfel zu bekommen. Ja, ich versuche das ja, auf jeden Fall auf so einem Netz bouncen zu lassen und dann soll der Würfel halt quasi zwischen den anderen beiden Würfeln stecken bleiben. Relativ tricky, ja, versuchen wir es mal. Kein Fake, denn ob und wie lange der 40-Jährige braucht, bis ein Trick funktioniert, zeigen Videobeweis und Stoppuhr. Let's try it. Ja, ich möchte die Leute halt irgendwie auch daran teilhaben lassen, wie lange ich dafür brauche und ich möchte dabei jetzt auch nicht verzehren oder so tun, als wenn ich das irgendwie beim ersten Mal schaffe oder. Na, also es soll halt schon so ein Prozess auch sichtbar sein, der es halt auch meistens ist und genau deswegen halt auch die Uhr. Ja. Grundsätzlich hat es alles irgendwie mit Corona angefangen, ja, und man hat halt versucht, alle möglichen Trickshots so zu machen, die es irgendwie so gibt und wo man irgendwie Bock drauf hatte und hat angefangen mit Toilettenpapierrollen, über Tischtennisbälle, über Tennisbälle, über Chips, über CDs, über Würfel, ja, und man versucht halt irgendwie sich immer neue Sachen einfallen zu lassen und kommt dann halt immer irgendwie auf abstruse Dinge, die man normalerweise vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Wie so etwas. Jubel ist berechtigt, denn es geht auch viel Zeit drauf. Mhm, der war knapp. Ja, wie viele Videos nehme ich auf? Also es waren mal 3, 4, 5 die Woche. Aktuell gucke ich, dass ich 2, 3 die Woche mache. Ja, vernünftiges Setup, vernünftige Level sind wichtiger als die Anzahl oder die Quantität an Videos. Ich denke, es ist echt schon von Vorteil, auf die Qualität zu achten, anstatt da irgendwie jeden Tag ein Video rauszuhauen. Genau. Jetzt muss ich mal einmal wieder ein bisschen kleben. Ja, jetzt müssen wir natürlich einmal hier nachkleben wieder. Weil es mal wieder nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Die Würfel sind zu kräftig, wenn sie dagegen fliegen. So soll es eigentlich sein, ne? So soll es eigentlich sein, ja. Das ist der Plan. Ja, mach ich auch. Okay, kein Thema. Das, was ich mache, ist halt wirklich auch so, dass man nicht sagen kann, ich setze mich jetzt mal eine Stunde dahin und mache ein Video. Es kann halt schon mal mehrere Tage dauern, weil ich da halt auch wirklich gucke, dass ich da Sachen mache, die noch nicht da gewesen sind. Und ja, das hat halt zur Folge, dass es manchmal stundenlang dauert und tagelang. Und wenn es dann nicht schaffst und du hier 2, 3 Tage sitzt, dann hast du halt schon irgendwie so eine Unzufriedenheit in dir und hast irgendwie schon einen Druck und möchtest liefern. Allerdings sollte man es auch alles nicht überbewerten. Und ja, ich habe halt ein normales Leben, was mir definitiv wichtiger ist. Denn seine Trickshots sind das eine. Sein Job ist? Ich bin angehender Erzieher. Ich habe mich vor 3 Jahren dazu entschlossen, mein Bürokaufmannleben sein zu lassen und ja, eine Erzieherausbildung zu starten und bin da aktuell in der Mittelstufe. Und ja, super Entscheidung gewesen. Und ganz nebenbei bespaßt er Millionen Follower mit Würfelschmeißen. Und die Familie? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wann schmeißt deine Frau dich hier aus dem Wohnzimmer und verfrachtet dich in die Garage oder sonst wohin? Ich habe wirklich, glaube ich, die toleranteste Frau der Welt. Ein ganz liebes Mädel. Die war auch schon 1, 2 Mal mit vor der Kamera. Wir haben da 1, 2 Spielchen gespielt. Wenn ich mal nicht mehr kann, habe ich direkt meine Nachfolgerin gefunden. Genau. Dann liebst du sie direkt noch ein bisschen mehr? Dann liebe ich sie direkt noch ein bisschen mehr, ja. Nein, geht gar nicht. Ja. Heute ist Michael Wlotzkas Frau nicht mit dabei. Und das Würfelglück fehlt auch. Keine Chance heute.